Was? Moment, ich guck gleich, ja, kein Blick. Ja, er hat sie doch im Target. Ja, hab ich, ja. Zumindest wüsste ich nicht, was ich falsch gemacht habe. So, jetzt gucken wir mal, wie viel wir an Schaden abbekommen haben. Nebenbei, ich lese mal kurz den Chat an durch. Ja, das ist nicht so schlimm, ja, Art YouTube, ne, geht, also ich bin ja auch kein großer bei YouTube, ne. Ja, Art ist ja auch hier, vom TS gerade mit dabei. Und, lieber Abistar, Entschuldigung. Abistar. Ja, ins Target habe ich es ja genommen, ne. Ich höre dich doppelt, ja, du kannst mich ja dann meinetwegen irgendwo halt im Stream oder so halt muten, wo du halt möchtest. Mach den Stream, mute. Habe ich auch. Wie du halt möchtest, oder du mütest mich halt hier in der Team. Das ist eigentlich. Na, den Teamspeak haben wir natürlich auch für unsere User halt. Ne? So, Reparatur. Oh, ich muss gar keine Reparatur. Mich hat's gar nicht mehr, es hat nur mein Schild. Oh, nicht schlecht. Ist immer so gut. Sehr gut. Na, ich hab ja, ich kann's ja mal zeigen. Bei Ausstattung. Ne? Hat er auch. Okay, alles klar. So, und bei der Ausstattung habe ich eigentlich bei mir nur geändert. Moment. Kurz meinen Rauchen, Entschuldigung, ich rauche ja leider. Aber in meinem Alter, ne, darf man das ja auch mal? Ach, Quatsch. Darfst du das nicht? Kann ich im Chat Links posten? Im Teamspeak-Chat? Ja, posten wir ruhig einen Link, klar. Oder im Twitch-Chat meinst du? Im Twitch-Chat, nein, das geht nicht. Das sollte der Nightbot blockieren. Machen. Genau, kannst du einen Teamspeak machen, dann können wir die auch gerne posten oder so, wenn du möchtest. Genau. So, ich guck mal gerade. So, genau. Ich hatte mir aufgerüstet halt meinen Frameshift-Antrieb halt. Ne, auf C2. Mit dem es was sagt. Dann hatte ich halt, meinen Schildgenerator halt auch noch hochgeballert. Na, und das hat mir, glaube ich, gerade ein bisschen den Arsch gerettet. Ne? So. Jetzt kann ich ja tatsächlich sogar meinen Auftrag abgeben. Das werde ich nämlich als erstes mal machen. Auftragstafel. So, frustrierte Arbeiter. Ne? Ich habe ja 10 Stück jetzt mitgebracht. Und wir können das ja abliefern. Und kriegen jetzt hier noch bei der... Ich könnte Future mir Windows 10 gerade installieren. Na, das kommt am 29. Juli. Kommt das raus, habe ich heute erfahren. Okay. Ja, weil ich sehe gerade in meiner Taskleiste Windows 10 herunterladen. Ja, möglich. ich lasse es. Ich habe jetzt Windows 7 erstmal. Und dann gucken wir, wann ich update, wann ich mit neuen PC zusammenstelle. Wenn ich jetzt wüsste, ob ich in der Wordlitch Terminal, in der Seebruchstation mikrobielle Öfen kaufen könnte, das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube nicht. So, sonst haben wir keine Aufträge da. Im Warenmarkt, wir haben jetzt 91.000. Das heißt, wir werden jetzt zum Seebruch-Dings noch fliegen und dann werden wir uns die kaufen, denke ich mal. Der erste Link funktioniert nicht, der andere schon. Doch, aber auf. Ja, das ist ein bisschen verwirrend. Hast du recht. Achtung, die wirken sehr verwirrend. Du meinst die Händlerbibel jetzt, oder was? Also da habe ich auch schon mal ein bisschen rumgeguckt, so. Und bei mir hatte der erste gerade nicht funktioniert. So, das müssen wir hier nochmal verkaufen schnell. Und dann nochmal 3 von den Lepadolit kaufen. Also. Bei mir funktioniert der erste nicht. Was? Der erste Link, den Ach so. Er mir also geschrieben hatte. Ja, wir gucken gleich mal. Ne, wenn nicht, kann er uns ja auch sagen, was ist. Also, wenn es die Händlerbibel ist, dann habe ich glaube ich schon auch 1-2 Links noch. So, du hast noch nichts getradet. Mann. Ne, ich hatte auch gar nichts dabei. Ich bin leer geflogen gerade. Du musst, warum das denn? Weil ich noch auf der einen komischen Station war und dann, ja. Ah, okay. Aber ja, das ist ein bisschen, wenn man weiß, wo man anfangen muss, ja. Dann kann man damit auf jeden Fall... Also die 3D-Ansicht ist nicht wirklich vonnöten, oder? Der Medusa ist ziemlich leise. Okay. Okay. Ich höre ihn eigentlich ziemlich laut. Viele Art, aber wenn das noch jemand anders sagen sollte, mache ich ihn gerne auch lauter. Das müsst ihr mir nochmal sagen. So, wir werden jetzt in dem Beispiel schon mal starten. Ich weiß nicht, ob du schon startest oder schon gestartet bist. Nein, ich bin gerade mir die Seiten am gucken. Ah, okay. Ja.
Ja, ich kümmere mich da nach dem Stream drum auf jeden Fall. Dann gucken wir mal, was wir für den nächsten Stream sogar, wie viel Kohle wir da verdienen können. Oh ja, da gibt's so einige. Oder wie viel Kohle wir verpasst haben, sagen wir es mal so. Es sieht schon nach ein bisschen aus. Aber meine Schilde und so müssen doch jetzt eigentlich alles repariert sein und so, ne? Deswegen. Ich weiß nicht, mich hat's gewundert, dass ich das nicht reparieren musste, aber ich glaube, solange die Schilde, sie regenerieren sich dann. So, dann kaufen wir. Ah, und jetzt, hallo, Signet. Hau ich jetzt auch die ganzen Sachen noch ein, die ich hier kaufen kann, muss, soll. Unsere Route halt, und dann fliege ich auch direkt hin. Mhm. Ja, ich werde mir jetzt gleich die Edda kaufen, yeah! Also ich weiß, ich freue mich eigentlich über, naja, mittelmäßige Schiff, aber für mich ist das schon Erfolg. Ich freue mich über das Schiff, was du da hast. Mhm. Ja, schade, dass man die untereinander nicht so unter einer Gilde oder sowas halt irgendwie untereinander tauschen kann oder sowas halt irgendwie weitergeben kann oder sowas, wäre auch ziemlich lustig. Das wäre mega cool. Am Anfang wäre es ratsam, Kopfgelder zu holen. Okay. Handel langsam über. Okay. Auch das werden wir uns gerne mal zu Herzen nehmen, natürlich. Ne? Würde ich sagen. Ist der durch gewesen? Okay, also zuerst die Igel holen und dann Kopfgelder jagen. Und damit dann erstmal ein bisschen Geld machen. Okay, Knight hat auch eine Kuh, ne? Also meint ihr, ist es nicht sinnvoll, sich die Edda zu holen? Sagt mir das mal jetzt vorher, bevor ich irgendwie rumfaile. Aber ich hätte jetzt dann so circa, keine Ahnung, ne, habt ihr gesehen, keine Ahnung, was habe ich denn, 95, 92.000, 93.000 so in dem Dreh? Okay, also wäre es nicht sinnvoll, sich die Edda zu holen. Oh, ich muss bremsen. Ich war verpeilt. Bei mir ist gerade irgendwie... Gleich auf die Cobra gespart. Okay, aber die ist ziemlich, ziemlich teuer. Ja gut, ich müsste halt dann diese lange Tour dann halt machen mit den Rare Goods, ne? Oder müssten wir dann halt machen. Das Problem ist, wir sind halt zu dritt und wir wollen eigentlich das so ein bisschen mehr zusammen machen. Und wollen eigentlich nicht zu weit auseinander fliegen. Weil wir dann sonst immer wieder so weit dann zusammenfliegen müssen. Ja, aber wenn wir doch alle mal das gleiche Schiff haben und dann sollte es dann eigentlich auch funktionieren. Vorerst. Ah, okay. Elmint, du hattest die Edda bisher nicht? Ja, das ist halt so die Erweiterung, sag ich mal, von der vom Horner, was ich jetzt hier habe gerade. Ne, das hat ein bisschen mehr Kapazität, kann man halt reinbauen, ist ein bisschen weiter vom Sprung her, soweit ich weiß. Habe mir erst die Igel, okay. Also ich werde mir die Igel holen und dann Kopfgelder machen, so wie der Herr Elmwind das gerade gesagt hat. Okay, PvP habe ich tatsächlich noch nicht so viel halt Erfahrung halt. Ne? Ich müsste dann halt gucken mit den Waffen, Setup und so. Erstmal gegen Bots und dann. Ja gut, das sind ja so NPCs sind ja auch immer da. Ne? Ja. Ja, die kann man sich ja dann immer nehmen. Alle Art ist nicht schlimm. Dafür haben wir ja Knight und Elmwind. Ja. Ja, wie gesagt, wir sind auch ziemlich neu noch, wir spielen, aber wir spielen halt gerne halt und ja. Genau. Kann aber schnell was schief gehen. Minus noch dem. Ja, okay. Und bei was denn? Beim Kopfgeldhandel. Na, ich würde tatsächlich mir halt jetzt die Edda halt. Also, das hätte ich mir jetzt so gedacht, dass ich mir die Edda hole, die dann halt ein bisschen mehr ausstatte mit mehr Fracht und so. Und dann halt eine Runde mal mit den Rare Goods mache und danach halt mir ein Kampfschiff halt besorge irgendwie. Ja, okay. Das wäre so meine Intention gewesen für die nächsten Streams, wenn ich dann auch wieder aus dem Urlaub zurück bin und so. Ja, mal gucken, wie ich das bis dahin mache. Igel hat, habe ich einen Strahlenlaser und zwei Kanonen. Okay. Gucke ich mir tatsächlich auf jeden Fall alles gerne an, eure Tipps. Ich danke euch auf jeden Fall dafür, oder wir danken euch dafür. Ja, auf jeden Fall. So, jetzt müssten wir auch gleich hier ankommen mal. Es sind noch 13 Megameter. So viel habe ich auch schon gelernt. Ne? So, jetzt sind wir mit der Geschwindigkeit ein bisschen hoch. Ja. Also. Seebruchstation. Seebruch, ja. Festgelegt. Ah ne, Serebrov-Station heißt die ja tatsächlich. Ja, das Rebro einfach. Mit den Namen und so, ne, muss man sich ja. Ist egal. Auch mal ein bisschen zurechtfinden.
Egal, also Hauptsache wir wissen, wie wir. Ja, ich kann hier mal bei der Seberov. Serebov? Serebov. Dann kann ich ja mal gucken gleich, was es hier für Schiffe alles gibt. Beziehungsweise, ich habe auch gehört, dass man zum Beispiel bei dem Freeport, ne, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, ne, lieber Knight und Elmwind. Na, beim Freeport kann man wohl besonders günstig Schiffe kaufen, habe ich gehört. Das ist allerdings ca. 70 Lichtjahre von hier entfernt. Also es würde halt nicht so lange dauern, aber... Also ich zumindest. Ja, ich muss auch Zwischenstoppe nehmen. Lernt man, nee. Ja, wenn man alle davon weiß. Oh. Ja. Ja, wenn ich alles wüsste, ne, tatsächlich. Dann hätte ich schon Geld. Ja, man, es ist tatsächlich ziemlich groß, auch die Welt für die Leute, die das Spiel halt nicht kennen, meinetwegen gerade. Na, die Welt ist riesengroß. 400 Milliarden Galaxien oder so. Ja. Ist auf jeden Fall schon eine Nummer einfach. Das ist eine Hausnummer, ja. Ich bin schon froh, dass ich das Landen und so einigermaßen jetzt mittlerweile auch hinbekomme und das Fliegen so einigermaßen und mich auch retten kann, wenn ich beschossen werde oder so einigermaßen. Ja, ne? Ja, und jetzt tatsächlich, ich habe mich an den Controller dran gewöhnt. Im Controller kann ich jetzt besser fliegen wie bei der Tastatur. Ja, okay, das hat Gewohnheitssache, ne? Und so, wir haben jetzt mal alles aufgetankt. Warenmarkt, natürlich werden wir auch erstmal wieder alles verchecken. So, wollen wir sie denn? Wir dann wieder zurück, oder? Ich überlege gerade tatsächlich. So, 3800, ich meine, das ist 3800, das ist okay, sag ich mal so, denke ich mal, für so eine kleine Tour. Ne? Das ist also vom Durchschnitt her, würde ich sagen. Also, wenn du gut billig Schiffe kaufen möchtest, also musst du ins Hightech-System. Ja, okay. Ja, ich habe halt gehört, dass Freeport da gut sein soll. Ich weiß nicht, ob es ein Hightech-System ist. Ich kann es ja mal kurz eingeben. Hightech-System. Für wie viel ist da das billigste Schiff? Würde ich mit 15.000 ein besseres kriegen, oder? Ja, 15.000, glaube ich, ist kriegst du noch nicht so viel. Und zwar war das ja, glaube ich, bei der galaktischen Karte. Und mir wurde gesagt, dass halt Freeport, das müsste so geschrieben sein. Genau. Und das, ihr seht halt, dass hier in der LP, weiß ich was, ich weiß nicht, ob das, was das für eine Ding sein soll. Info, wir können ja mal gucken, ob uns hier was gegeben wird. Huch, ja, Info, hallo. Und, ja, das ist ein Wirtschaftssystem und Wirtschaftsform und kein eigenes System. Ah, okay. Welches System ist denn da in der Nähe oder da drin halt? So, Abbau, verarmte Bevölkerung, Anarchie, okay. Was ist hier? Also viel Piraten, das ist Sternenklasse. Ach, das Abbau hier, Raffinerie, okay, dann wird es wohl doch nicht dort sein. Ich weiß, man kann hier bei den Details auch das irgendwie ausblenden. Wie war denn das nochmal? Technologie. Das konnte man noch, glaube ich, Handelsding anzeigen und Nahrung machen wir mal raus. Ich weiß nicht, bei Handelsrouten, ich weiß nicht, ob das was bringt, liebe Leute, aber. Technologie. Ne? Sagt mir jetzt nicht ganz. Ich muss mir das nochmal tatsächlich mit dem Suchen und sowas, wie man das hat, alles muss ich mir nochmal genauer angucken. Und ich habe es mir tatsächlich noch nicht alles angeguckt, aber ne, wie gesagt, wir machen jetzt noch so circa 20-25 Minuten den Stream und ja, jetzt ist halt die Frage, ob ich mir das Schiff jetzt kaufen soll oder nicht. Das weiß ich nämlich jetzt tatsächlich gerade nicht. Ich guck mal hier, was es hier gerade so gibt. Hier wäre halt die Eagle, die könnte ich mir halt schon auf jeden Fall halt holen und sogar noch ein bisschen vielleicht ausrüsten. Die Eagle kostet ja nicht wirklich was. Naja, billiger, eher weniger. Ich lese jetzt gleich mal, wenn ich lande. Ich lese jetzt nämlich auch gerade mal kurz durch. George Lucas. Ah, okay. George Lucas Station. Müsste ich mal auch gucken, wie weit die weg ist. Guck ich mal kurz. Hast du schon geguckt, oder was? Ne, wurde noch ein dazu geschrieben. George, hab ich's richtig geschrieben? George. Atombombe, wunder dich nicht über meinen Flugstil.
Das wäre 109 und im Lest, ja, stimmt. Das wäre 129 Lichtjahre.